So, neues Video von Savage Scooter. Wie ihr seht, ich bin nicht alleine, sondern ich habe den lieben Michael dabei vom Rusty Hunger. Und wir sprechen heute hier über deine heilige Halle. Heilig? Ja, Halle. Halle. Ja, warum sind wir heute hier? Also sprich, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Erstmal habt ihr euch gewünscht, dass ihr mehr zu Besuch bei Informationen bekommt. Also sprich, Besuchen von Werkstätten, geilen Custom-Rollern oder irgendwelchen Firmen. Und der Sache kommen wir natürlich gern nach. Deswegen bin ich heute unter anderem hier. Aber der andere Grund ist natürlich auch, dass wir für mein Projekt ein bisschen was gemacht haben. Ich würde euch die Sachen gerne zeigen, aber ich habe mich entschlossen, das Ganze ein bisschen geheim zu halten. Wir sind heute hier in Aachen. Für die, die nicht wissen, wo Aachen ist, wenn Holland nicht wäre, wäre Aachen am Wasser. Also ganz westlich. Viel westlicher geht es auch gar nicht. Wir sind hier, glaube ich, auch gar nicht mehr weit weg von Holland und Belgien. Ne? Also wie weit hast du es hier bis zur Grenze? Kann ich mir aussuchen. Also ich glaube, gefühlt sind es 5 Minuten mit der Mopete bis Belgien und vielleicht 10 bis Holland. Ja. Also 3 Ländereck quasi. Ne? So. Und hier sind wir in einem tatsächlichen, also sieht wirklich aus wie ein Hangar. Ne? Also es ist vom Gebäude her, mutet es wie so ein Hangar an, deswegen hast du es wahrscheinlich auch so genannt. Das war tatsächlich der Hintergrund, genau, die Örtlichkeit so zu benennen, genau. Also meine erste Idee ist jetzt, wir steigen mal ein bisschen mit einem Pörnchen ein. Ich zeige euch mal ein bisschen die Location und anschließend quatschen wir mal ein bisschen über Michael, was, wieso, weshalb er Roller fährt, was er so gebaut hat und dann, ja, steigen wir erstmal mit dem Pörnchen ein. Viel Spaß bei dem Video. Also ich hoffe, ihr hattet entsprechend einen guten Eindruck bekommen, wie es hier aussieht. Klein, gemütlich, fernab von Gut und Böse hier auf dem Pferdehof. Ne? Ja. Ist ein Pferdehof hier, ne? Absolut, ist so. Wir sind hier mit mehreren Schraubern auf dem Hof. Ist immer Dreh- und Angelpunkt, sehr gesellige Ecke hier und ja, hier ist immer was los. Ich wollte gerade sagen, als ich eben gekommen bin, wir wollten das Video drehen und das hat irgendwie 10 Minuten gedauert, war die Bude voll. Also, ne? Ja, das ist aber, wenn ich da bin, ist das eigentlich immer Tagesgeschäft, tatsächlich. Ja. Wie lange bist du jetzt hier? Also hier auf dem Hof bin ich seit, ich glaube 2017. Mhm. In der Halle jetzt hier, ich meine seit 2018 oder 2019, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. So irgendwie. Wir kannten uns aber vom Rollerfahren früher nicht. Nein, ich bin ja noch ein bisschen älter. Ne? Das ist richtig, ja. Aber gut, die 30 Tage, mehr ist das ja nicht. Nein, Quatsch. Ja, also, grauer Bart haben wir beide. Ich meine, du hast ihn wieder. Ich habe wieder. Ja, ja. Oh, ich hatte meinen Bart rasiert. Oh, why, oh, why. Ja. Shitstorm kann kommen. Ja, die Aachener Rollerszene per se ist richtig. Recht groß. Ja. Das ist das, was ich zum Beispiel mal in einem anderen Video gesagt habe. Man
wird in dieser Aachener oder man ist in dieser Aachener Rollerszene groß geworden und man hat so viele Menschen gesehen, aber hat im Grunde nicht wirklich den direkten oder engen Kontakt zu den verschiedensten Leuten gehabt. Also ich habe ja damals oder schon mal öfter mal die Geschichte erzählt vom Andreas Havenitz, unserem Roller, der mich damals so inspiriert hat, warum ich auf die PX so steil gegangen bin. Seit wann fährst du Roller? Ich meine seit, muss ich mal die Uhr zurücklaufen, 90. 90, ja. Ja, dann haben wir beide zeitgleich angefangen. Ich fahre auch seit 90. Was war dein erster Roller? Der PX80 mit dem 135er DR. Aber die steht hier nirgendwo mehr. Nein, die habe ich leider nicht mehr. Die ist auch irgendwann mal verkauft, veräußert worden, wie so oft. Und, ja. Der Klassiker, ne? Ja, Autoführerschein muss gemacht werden und so weiter. Ja, ich meine, die erste Kiste vergisst den nie. Ne? Die kam in Olag-Weiß daher, nachdem ich mich das erste Mal um Apfel gelegt hatte. Stimmt, ich habe noch Fotos gesehen, die hast du mir gezeigt. Ja, genau. Da gibt es noch Fotos, wo ich dann hier auch mit einem Rad damals schon unterwegs war. Ja, das digitale Fahren ist so deins, ne? 0 und 1. Tatsächlich ist das so, ja, dafür bin ich bekannt. Der Ruf eilt ihm da tatsächlich voraus. Dann habe ich mich auf den Apfel gelegt und dann habe ich die hier beim ortsansässigen Lackierer lackieren lassen und zwar in so einem Auberginefarben. Dann hatte ich so eine Bob Marley Seitenbacke hatte ich drauf, das war damals so, fand ich geil, musste ich haben. ja, das war so die wilde Zeit damals. Aber getuned oder frisiert war der nicht großartig, oder? Also mit 135 DR war ja Standard, ne? Also die, gab ja auch die Möglichkeiten damals waren ja bei weitem nicht die, wie du sie heute hast. Ja, ja, klar. Sei es, keine Ahnung, Fahrwerk, Bremserei, Motortuning an sich, gibt es heute natürlich tausendfach bessere Möglichkeiten. Wir haben ja gerade einen Motorblock von mir in der Hand gehabt, wo auch ein 232 Quattrini kommt. PX80 Block jetzt mit 232 Quattrini. Wenn wir das damals gehabt hätten, wir wären wahrscheinlich nicht alt geworden. Also wenn du heute anfängst mit dem Tuning, du kaufst einen Zylinder, ballerst den auf irgendeinen Block drauf und hast 20 PS, also da musste man sich vor 30 Jahren extremst lang für machen und du warst, glaube ich, mit 20 PS der Superkönig. Ne? Ich habe das in einem Video mit Walter gesagt, wenn wir das zur Verfügung gehabt hätten damals, glaube ich nicht, dass viele von uns älter geworden wären. Nee, also wenn es die Witwenmacher früher schon gegeben hätte, also weiß ich nicht. Ja, ich habe einen bescheuerten Fahrstil, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Das ist auch mit ein Grund, warum ich nach wie vor noch diesem Vespa-Hobby fröne, weil Motorrad und ich, das sind zwei Komponenten, die passen definitiv nicht zusammen. Ich blende jetzt euch mal einen Hashtag ein. Den Hashtag hat der Michael geprägt. Hashtag Standgas nur an der Tanke. Habe ich mich voll weggescheppert. Hashtag Standgas nur an der Tanke. Bitte in die Kommentare ballern. Es ist so, dass dieses Vespa-Fahren hier in Aachen und Umgebung riesengroß war. Egal, wo du hingefahren bist, überall waren die Massen. Also nach wie vor ist das hier noch groß. Es war jetzt hier das Aachen-Abrollern im, ich glaube, September, Oktober ist es gewesen. Es gab ja immer zwei. Ja, das Vespa-Nest. Also das schnelle Abrollern. Genau, das ist das schnelle Abrollern, genau. Es gibt da zwei, also das schnellere. Ja. Also wo man auch in den zweiten Gang schaltet. Ja, 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 das ist mir persönlich auch deutlich lieber, wenn man ein bisschen Meter machen kann, wenn man so im Korso fährt und fährt so an- und abrollern und ist dann nur im ersten, zweiten Gang unterwegs und manchmal muss dann auch schon der dritte und vierte kommen. Dann zeigen die Leute zwar immer, dass wir bekloppt sind, wenn man dann mal kurz an den anderen Teilnehmern vorbeihämmert, mache ich aber auch. Als wir irgendwie, ich weiß nicht, warst du mit in der Tour in der Eifel? Wo wir die große Eifeltour gefahren sind, 140 Kilometer? Nee, da war ich nicht mehr. Boah! Da musste ich dann auch ein bisschen die Kuh fliegen lassen mit dem Kuda, das war schon geil. Also ich fand es eigentlich wieder als prägend. Dann war jetzt dieses Abrollern und der Humboldt hier, der Kumpel von uns aus Frankreich, der war bei uns zu Besuch, weil das war das Wochenende, wo der Open Day am Scooter Center war. Stimmt. Da war ein Tag drauf, war das Abrollern. Genau. Und da sind wir mitgefahren und da hatten die dann halt zugeläutet und weiß ich nicht, wie viele Roller waren wir, 150 oder was. Das kriegt der Vespa Club Frankreich, glaube ich, in Gänze mit ganz Frankreich dann hin. Da machen wir hier mal im Provinznest Aachen. Also das ist schon echt krass hier. Und auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich kenne den einen oder anderen Rollerfahrer. Ja. Wie oft bist du hier unterwegs? Da denkst du, was ist das für ein Roller? Den hast du ja noch nie gesehen. Ich habe mal, ich glaube, vor 7, 8, 10 Jahren hier einen Anrollern oder einen Anrollern war es erlebt. Da waren über 300 Roller hier. Ja. Das war vom Vespa-Nest Aachen damals. Genau, da haben wir uns irgendeinen Supermarktpark das gemacht. Also die Aachener Rollerszene ist damals schon groß gewesen, ist heute noch natürlich nicht mehr ganz so oldschool, aber die ist immer noch recht groß und man trifft immer wieder die ganzen Leute und Köpfe wieder. Bist du denn die ganze Zeit weitergefahren? Nee, also immer durch oder auch eine Pause, wie wir alle? Nee, also ich hatte tatsächlich die Pause drin und
Boah, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen. Irgendwann fing Mach's an Autos. Also mir hilft das immer, wenn ich an meine Autos denke. Okay, also ich bin dann, glaube ich, bis 22, 23 noch gefahren. Ja. Und hatte dann noch eine Pause drin und hab vor 10, 12 Jahren habe ich wieder losgelegt, so in dem Dreh. Das ist gewesen. Das ist ja. bei vielen, also wirklich bei vielen bei uns in der Rollerwelt so, dass da kamen die Motorräder, da kamen die Autos. Ich habe in den Ende der 90er einen schweren Unfall gehabt, deswegen habe ich eine Pause gemacht. Es war bei, ich würde fast sagen, bei 80-90% so, dass viele, ja. die eine Pause gemacht haben ja. und dann wieder angefangen haben, weil entweder stand die Kiste noch in der Garage oder man hat irgendwie wieder Bock drauf gekriegt. Ne? Das entschleunigt, heute ist ja auch nicht mehr mit entschleunigt bei den ganzen Leistungen. Wir haben gerade gesprochen, es gab hier irgendwie, du warst gerade unterwegs, hast irgendwie einen 300er Small Frame gesehen, ne? Ja. Das ist mit 40, 50, 60 PS, keine Ahnung, also ziemlich krank alles, was so geht mittlerweile. Ja, ja. Ich habe einer deiner Roller, der mir schon fast am allerbesten gefällt, das ist der Joker. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder vom Joker ein. Der Joker ist etwas, was, ich bin ja so ein Airbrush-Fan, das weiß der. Und der Joker ist für mich, was das Airbrush angeht, das ist schon ganz weit vorne. Du hast den Roller komplett selbst gebaut, das Airbrush hast du nicht gemacht, ne? Nein. Wer also, hat gebrushed? Das war der Dominik Lotz aus Frankfurt. Das ist ein Airbrush-Künstler, den habe ich über den Michael Zinn, weil der in der Airbrush-Gruppe drin ist, hat der mir den einfach mal nahegelegt. Ich habe dann Kontakt zu dem aufgenommen, das hat menschlich auf Anhieb sehr gut gepasst. Ja. Der hatte da auch mega Bock drauf, hatte noch nie einen Roller gemacht, also der hatte immer nur auf irgendwelchen Probetafeln da rumprobiert. Und ich habe dem dann, nachdem wir dann das Konzept so erstellt hatten, direkt mein vollstes Vertrauen geschenkt und habe gesagt, Feuer frei, mach was draus. Dann haben wir im Zuge dieses Projekts mit der Lackiererei dann uns dann auch das ein oder andere Mal für so Kleinigkeiten kurz geschlossen. Aber ich glaube, solchen Menschen musst du auch die künstlerische Freiheit geben und die einfach machen lassen. Weil ansonsten, wenn du die versuchst, in irgendwelche Muster zu pressen. Das funktioniert nicht. Ja. Das ist, merke ich jetzt gerade wieder, ich baue ja jetzt auch gerade, deswegen bin ich ja hier, weil du mir mit der Pulverei hilfst. Wenn du eine Grundidee hast und dann sagst, das ist so mein Grundtenor, das soll der Roller darstellen und die Leute kommen dann mit ihrer kreativen Art, ist ja das, was ich eben sagte, ich kann zum Beispiel aus einem Stück Metall baue ich dir alles, gib mir Holz oder gib mir einen Buntstift in die Hand, dann ist bei mir gar nichts. Das sieht scheiße aus. Ich habe insofern den Roller massiv bewundert, weil der ist komplett ohne Schablone. Der ist Freihand, ne? Der ist Freihand, ja. Also das ist schon brutal. Ich gucke immer mal wieder so an der Kamera vorbei zum Joker, weil er einfach bildschön ist. Und vor allem, er hat jetzt auch ein Update bekommen, ne? Ja. Motortechnisch? Der hat motortechnisch ein Update bekommen, genau. Ich hatte jetzt in der näheren Vergangenheit tatsächlich das Problem, also der Motor lief lange souverän und hatte dann irgendwann Probleme. Ja. Was natürlich nicht meinem Fahrstil geschuldet ist, was ich an dieser Stelle natürlich nochmal nachhaltig festhalten möchte. Du, ich... Nein, es ist immer so, irgendwas passiert und dann hast du die Kacke dabei. Irgendwas ist in dem Motor passiert und dann hat es mir den Zylinder aufgeraucht. Der war dann Schrott. Was war drin? Ein M1X. M1X? Ja. Steuerzeiten? 130, 190. PS? Der hatte 33. Ich kann mich noch Ausfahrt erinnern, da wäre ich mit einem Polossi unterwegs, mit der grauen. Ja. Mir. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, das müssen wir auch durch die Eifel. Richtung Aachen sind wir da geballert. Und ich habe schon sehr viel Drehmoment gehabt, aber kein Land gesehen. Da haben wir mit einem Etienne mal dabei. Stimmt. Sind wir uns zu dritt um die Ohren gefahren. Ja, aber immer wenn es um die höheren Drehzahlen ging, da fuhr die immer weg. Untenrum kam ich immer gut mit dabei. Ich habe ein anderes Kampfgewicht, das spielt mir dann auch noch ein Stück weit in die Karten. Ne? Jawohl, ist vermerkt. Also wie gesagt, der Motor lief echt lange souverän und irgendwann hat es mir halt den Zylinder aufgeraucht. Der ist dann am Auslass auch ganz sanft weggestorben. Also das war jetzt gar kein harter Ausstieg. Danach bin ich auf den VMC Chrono gegangen, habe den Motor aber nicht gespalten, habe alles, was ich dann halt so kontrollieren konnte, kontrolliert. Habe dann auch nicht lange gehalten. Nee, das hat sehr kurz gehalten.
Auch da mache ich kein Geheimnis draus, ist wie es ist. Es ist bei uns allen so. Ja, natürlich. Es funktioniert das waren, schon mal. Das waren schon geile 15 Kilometer, aber dann war das vorbei. 15 Kilometer? Ja. Kostenpunkt Zylinder, 300 Euro? Ja. Aber der Zylinder hat es tatsächlich überlebt, aber der Kolben, der war halt fertig und dann habe ich gesagt, jetzt ist Ruhe, also jetzt ist Schluss, ich möchte nicht mehr, jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Habe das Ding zerlegt und in alle Einzelteile und alles gesichtet. Die Kurbelwelle hat einen Knall mit, die ist rausgeflogen. Ja. Es ist eine neue Kurbelwelle drin. Zylinder, wie gesagt, war nichts dran. Wir haben einen neuen Kolben dann besorgt. Das heißt, der Zylinder ist jetzt noch drauf. Genau. Ist neu. Ja. Darf ich spoilern? Wir werden den Roller noch in einem anderen Video sehen. Und zwar vom Prüfstand. Ich habe mich angeboten, ich würde den gerne abstimmen. Und du warst gern bereit. Also das heißt, es wird noch ein anderes Video geben, wie wir den auf dem Prüfstand abstimmen. Und mal gucken, wie viele Pferde wir da rauspoltern können. Ja. Also, und ob es hält. Ja, auf dem Prüfstand. Man weiß nicht. Naja, gut, klar. Aber vielleicht mal so ein Tipp. Was hättest du gerne an Leistung? Was sollte kommen? Das Video haben, also, ne, das kommt jetzt noch. Wir spoilern jetzt mal. Der Roller ist zusammengebaut, der springt auch an, der läuft. Alles wunderbar, aber jetzt geht es erstmal ans Abstimmen. Also aus dem Bauch, was würde ich sagen, muss der auch mal 35 plus abschmeißen. Also 35 wäre untere Kotzgrenze. Ja. Okay, Challenge accepted. Wir haben 35er Mikuni noch drauf. Ne? Genau, ist eine andere Kurbelwelle ist jetzt reingekommen. Da ist jetzt eine S&S-Glocke drin. Ja. Mit dem 110er Pleuel. Verlasert? Ja. Gut. Dann ist der noch auf Steuerzeiten gebracht worden. Auspuff? Ist der Nordspeed Drehmoment. Mhm. Dann haben wir den auf Steuerzeiten dann einmal hochgespacert. Der Kopf ist abgedreht, damit das mit den Steuerzeiten alles passt. Hat der eine Zylinderkopfführung? Ja. Mhm. Okay. Ja. Der hat jetzt eine 1-2er Quetsche. Und mit dem Vergaser, also wir haben den Motor abgedrückt und habe dabei festgestellt, ich denke, dass sich da irgendein Schweißlunker geöffnet hat. Der hat nämlich an anderthalb Stellen hat der auf jeden Fall rausgedrückt. Am Membrankasten? Genau, am geschweißten Membrankasten. Wir müssen dazu sagen, der Membrankasten ist draufgeschweißt. Das ist ein geschweißter Membrankasten drauf, genau. Ich denke, dass sich da nach Schweißen hat irgendwas. MRP-Ansauger? Ja, der Shorty vom MRP ist drauf, genau, mit dem Gummi von dir. Genau. Damit steht er einfach am besten, der Mikuni. Muss halt ein bisschen die Hutze aussetzen, aber der steht halt wirklich und kommt gut am Rahmen vorbei, kann ich euch nur ans Herz legen. Hört sich souverän an, das Ding. Also das war nach Zusammenbau, war das wirklich zweimal treten, der war sofort da. Also der hatte sonst auch, ich hatte vorhin 34er Polini PWK drauf. Ich weiß nicht, ob es dem Vergaser geschuldet war, Zündung ist dieselbe geblieben, ist eine Wape drauf. Beim Polini springt geil an und hört sich echt kernig an und hört sich auch deutlich besser an, wie er zum Schluss lief. Beim Polini muss man sagen, dass die Vergaser, ich weiß nicht, warum das so ist, ich hatte das beim Prinz Porno auch, da läuft der Sprit in die Kammer nicht schnell genug nach. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das Nadelventil, die Nadel, der Schwimmer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Sprit nicht nach und wenn das Ding richtig peitscht, dann fängt er dir an abzumagern. Ich hatte beim Prinz Porno das Problem, dass ich an der Ampel stand, das Ding hat hochgedreht, ich habe einen Gang reingemacht, weil der wäre mir sonst gestorben. Also ich habe genau diese Erfahrung gemacht, dass der PWK von Polini ein bisschen problematisch war. Auch einer der Gründe, warum ich auf den Mikuni gehe. Ja, sehr, sehr geil. Also, aber das ist ja noch nicht alles. Du hast ja noch viel mehr stehen. Du hast ja, ihr habt das ja in den Bildern schon gesehen, du hast ja noch, sag mal, was du noch hast. Was habe ich noch? Eine 150S erste Serie steht da noch. Ja.
Was ist da drin? Da ist ein 187er Stelvio drin. Schöner Zylinder, hatte ich auf der Lotte auch. Der fährt als Drehschieber, der war tatsächlich noch nicht auf der Rolle. Da ist der Vergaser vom Guy François drauf. Ja. Und das läuft wunderbar. Da ist jetzt aktuell ist dann die Torquebox ist da drauf. Von Partydesign. Genau. Gibt es wahrscheinlich noch Boxen, wo das noch besser performen wird. Wobei ich sagen muss, der ist sehr kurz übersetzt und hier in der Eifel, das ist ja schon mal ein bisschen Berg und Tal. Hast du die 125 Übersetzungen, 67er Primär? Nee, 65, 21. 65, ja gut, okay. Ja. Dann kommst du ans Schalten. Schalt ist einmal mehr, aber hier in der Bergwelt von der Eifel ist das bergauf. Einmal einen Gang mehr schalten, aber das Ding geht schon in der Berge, das zieht schon ordentlich hoch. Ne? Also das ist schon geil. Die sieht auch geil aus. Die sieht auch geil aus. Ja, die ist ganz gut geworden. Also die wollte ich schon, da war da also wirklich das Ziel, die irgendwie trotz irgendwie anderen Modifikationen, die irgendwie optisch so sehr nah wie möglich zu halten. Ja, die ist fein geworden. Ja, dann habe ich den Batman. Den hat man ja, da kennt ihr ja wahrscheinlich alle das Reel, ne? Einmal kurz durchreißen. Genau. Den hat man vor kurzem noch auf dem Prüfstand. Der läuft jetzt auch ganz gut? Ich denke ja. Also, es ist jetzt leider dem Wetter geschuldet, dass du noch nicht fahren konntest, aber der macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, ich hatte ja die Ehre, den dann nach dem Prüfstand läufen, aber den mal auf der Landstraße ein paar Meter bewegen zu können und das ist schon gut. Funktioniert schon echt geil. Lass uns mal zum Batman die eine Granatenstory erzählen, wo ich auch wirklich meinen Hut vorziehe. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Beim Batman, bei der Erstellung von Batman ist was passiert, was mir persönlich wahrscheinlich dermaßen den Mut genommen hätte, überhaupt noch einen Handschlag an der Karre zu tun. Da wäre ich vor Frustration wahrscheinlich komplett gegen die Wand gelaufen. Ich habe die Bilder gesehen und habe vor dem Handy gesessen, oder am Rechner, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, und habe völlig entsetzt auf diese Bilder geguckt, die du da gepostet hast, und habe nur gedacht, so, das ist, ich wäre amok gelaufen. Erzähl mal, was da passiert ist. Naja, ich sag mal so, ich fange mal vorne. Also, wo das passiert ist, war die Stimmung hier natürlich nicht die allerbeste, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ja, kann ich. Ja, es gibt halt verschiedene Lacke mit verschiedenen Datenblättern oder verschiedene Möglichkeiten, wie Lacke aufeinander reagieren können. Kombinationsfähigkeiten. So, richtig. Und ich habe da leider den Fehler gemacht, da zwei Lacke miteinander zu kombinieren, die sich nicht mögen. Und also Klarlack und Basislack. Richtig, genau. Oh, richtig. Man muss dazu sagen, der Roller war komplett geairbrushed, der war fertig, ne? Der war fertig, genau. Und ja, der sollte halt so einen super stumpfen Mattlack kriegen, auf den ich mich dann eingeschossen hatte. Und der hat dann leider mit dem Basislack, also gar nicht mit den Airbrush-Farben, das war kein Problem, aber mit dem Basislack hat er reagiert und hat sich halt komplett aufgebrochen. Das sah aus, als hättest du den zum Entlacken gegeben. Ja, quasi als wärst du mit Arbeitserlaube. Genau. So sah es aus, genau. Das war der Moment, wo ich die Bilder gesehen habe und gesagt habe, jetzt hätte ich die Karre weggeschmissen. Also, was heißt weggeschmissen? Aber ich hätte die nicht mehr angefasst. Tatsächlich war meine Stimmung auch ziemlich nah an diesem. Und ich habe dann mit Michael telefoniert und habe gesagt, Michael, müssen wir dazu sagen, Z-Design, das ist derjenige, der den Batman gemacht hat. Richtig. Wir kennen uns halt lang genug und weiß ich nicht. Michael war, glaube ich, total tiefenentspannt, ne? Tatsächlich war das so. Also der ist dann gekommen und wir haben dann erstmal so ein bisschen analysiert und man guckt ja auch immer, ob man es noch irgendwie retten kann. Ja, so. Auf jeden Fall, oh Gott. Auf jeden Fall haben wir dann hier gestanden und meine Stimmung war natürlich absolut auf dem Tiefpunkt und ich war eigentlich auch drauf und dran, das Projekt einzustampfen war tatsächlich an dem. Und der Michael hat gesagt, einen Scheiß machen wir. Also nochmal komplett abschleifen? Ich habe dann ein Wochenende drauf, das Ding eigentlich mehr auf die Hebebühne und habe einmal komplett alles runtergeholt. Ja. Der Michael hat gesagt, pass auf, wir machen das Ding nochmal. Also ohne ihn hätte ich es nicht machen können. Und er war da auch die treibende Kraft. Er hat gesagt, pass auf, das ist scheiße. Und es ist auch wichtig, oder finde ich auch wichtig, zu zeigen, dass auch Sachen in die Hose gehen können. Beim Vespa-Schrauben geht grundsätzlich erstmal immer was in die Hose. Absolut. Ja? Wir haben jetzt gerade was gepulvert, eine Felge und
auch nicht. Ich muss dazu sagen, jetzt bin ich natürlich auch mit Michael sehr nah und er hat natürlich auch gesagt, du, pass auf, finden wir immer eine Lösung. Komm, wir machen jetzt hier Batman 2.0. Das kannst du ja nicht bezahlen. Und der Untertitel ist jetzt erst recht. Und man muss dazu sagen, der erste Versuch war schon gut, aber der zweite Versuch, weil wir natürlich auch... Ja, klar. Nachdem dann die ganze Grafik und Design alles fertig war, du baust ein Haus, das baust du 5 Jahre ganz anders. So ist es, ja? ganz genau. Also diese Erkenntnis hatten wir beide, wo wir gesagt haben, da wollen wir ein paar Sachen anders machen. Man will das nicht, weil es kostet scheiß viel Geld. Ja. Aber wenn man dann die Chance hat, dann sagt man, okay, jetzt Ich bin an der Stelle auch dankbar, dass der Michael da den Weg mit mir gegangen ist und da mich zu dem genötigt hat, es auch noch mal weiter zu versuchen. Also ich hätte da auch, ehrlich gesagt, fast die Flinte ins Korn geworfen bei dem Projekt. Ich habe dann den Grundplan gemacht. Jetzt kriegen wir Besuch. Hi, grüß dich. So, das ist halt hier auf dem Hof. Da ist halt immer was, ne? Genau. So. Jetzt haben wir komplett den Faden verloren, aber bei uns, die Kamera läuft ja weiter. Hier wird ja nichts geschnitten. Hier ist ja uncuttet. Also, Michael war die treibende Kraft, der gesagt hat, komm, wir heben das Ding nochmal hoch. Du hast nochmal komplett geschliffen. Genau. Durchgezogen. Dann habe ich den ganzen Grundlag nochmal komplett neu aufgebaut, der mir beim zweiten Mal auch, wie ich finde, deutlich besser gelungen ist wie beim ersten Mal. Ich habe die erste Version gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, ich habe da noch Fotos von, müsste ich raussuchen, könnte ich dir zeigen, wenn es dich interessiert. Aber ja, so ist es dann geworden. Ja, heftig. Also das sind so die Dinge, mir ist sowas Ähnliches passiert. Ich habe beim Prinz Porno, war ich beim TÜV, der TÜV macht die Bremsfahrt, also ne, Bremsen erproben und so weiter. Und da war ein O-Ring vom Stoßdämpfer kaputt. Der geht voll in die Rimmel. Der taucht ein, der Stoßdämpfer schlägt in den Kotflügel aus. Der Roller hatte noch keinen Meter auf der Straße gesehen und der obere Kotflügel hatte eine Beule. Habe ich mich da auch stundenlang mit so einem kleinen Plastikkeil hingesetzt und habe den Kotflügel zurückgetrieben. Immer warm gemacht, damit der Lack nicht platzt und habe Stunden um Stunden auf diesen Kotflügel eingeklöppelt, damit man, das sieht man immer noch, aber nur auf den zweiten Blick. Und beim Kuda, Alter, beim Kuda, ich mache die Fußleisten. Ihr müsst mal, wenn ihr nochmal den Kuda seht, müsst ihr mal gucken. Auf der linken Seite unten am Trittbrett, da ist der schwarze Balken und da klebt ein Aufkleber in schwarz. Savage Scooter. Der klebt aus vollem Grund da. Ich habe die Fußleisten montiert und wollte die Fußleiste mit dem Loch, mit dem Schraubenzieher parallel holen. Und rutsche ab und gehe mit dem Schraubenzieher einmal links rüber über den frischen Lack, über das Beinschild und habe in dem schwarzen Lack einen weißen Streifen von der Grundierung drin. Dann sitzt du da und denkst so, verdammt. Sag's nicht. Nee, ich sag's nicht. Verdammt. Oder schieb die White Widow, frisch lackierte White Widow, schieb die in den Bulli rein und die fährt ein Stück zu weit und kommt mit dem Kotflügel vorne an den Sitz Lasur kaputt. Ah. Deswegen, als der Michael den He-Man gemacht hat und der Christian den He-Man zusammengebaut hat, habe ich den Christian mal gefragt, ob er überhaupt in irgendeiner Form eine Emotion gehabt hatte, als er das Ding zusammengebaut hat. Da muss ja so abgebrüht sein, wenn da auch nur irgendwas passiert. Also er sagt, er hätte den völlig zerstörungsfrei zusammengekriegt. Ich habe, egal, und das wird mir bei der Spouser jetzt auch passieren, hundertprozentig, dass ich irgendwas kaputt mache. Irgendwas wird dir schief gehen. Ja, das ist so. Deswegen bin ich eigentlich gerade relativ entspannt mit meinem aktuellen Projekt. Können wir gleich drüber sprechen. Aktuelles Projekt ist, wie heißt sie? Ich habe dem Ding eigentlich gar keinen Namen bisher gegeben. Ich nenne das Gerät immer die Kostümratte. Auch Airbrush drauf? Auch von Michael, ja. Z-Design? Ja. Erzähl mal was dazu. Ich habe den Joker, den habe ich damals zum Airbrusher gebracht. Das ist der Dominik Lotz aus Frankfurt. Als ich den dann abgeholt habe, da hatte ich glücklicherweise noch einen Kombi, da sagt der Dominik zu mir, ja, übrigens hier so Roller und so, ich habe da auch noch so einen Roller. Was hat denn für einen Roller? Dann hat er mir den Roller gezeigt. Ja. Der war rot übergejaucht. Das war eine V50. Ja. Eine deutsche V50 mit vierfach Blinkanlage und also richtig Unporno. Am Lenker oben? Die Blinker am Lenker? Auch. Oh. Ja, ja, ja.
war das, was er mir anbieten konnte. Dann habe ich gesagt, das musst du dafür haben. Dann hat der Preis gestimmt und dann habe ich einmal Rollerjänger gemacht, das heißt den lackierten Joker irgendwie bei mir in die Karre rein und habe das Ding auch noch direkt mitgenommen. Du hast den lackierten, den frisch geerblaschten Roller mit der Blechbüchse. Ach, du, und da ist nicht schief gegangen? Nee, der war im Stück, ne? Also ja, ja, nicht ja, Gabel ja, raus oder so. Als, was ich gemacht habe, war ein Tank raus, habe diesen Ranzsprit noch rauslaufen lassen, auf die Scheiße hatte ich keinen Bock. Boah. Ja, dann habe ich den mitgenommen, den Roller gekauft. Dann habe ich den Joker gebraucht, vor 4, 5 Jahren. Vier Jahre. Zum Joker muss man kurz noch was sagen, da das ist. Als er damals in der Scootering aufgetaucht ist, hast du in der Scootering oder stand in der Scootering ganz unten etwas, was ich dann auch gelesen habe, was tatsächlich mich ein bisschen gecatcht hat, weil da stand eine oder da hast du mich erwähnt in der oder ich wurde erwähnt in der Beschreibung, dass die Inspiration wohl auch auf den Prinz Porno zurückgegangen ist. Ja, also das war schon ein Stück weit inspirierend. Mit den verbreiterten Backen. Ich mag so Sonderbauen. Ja, das ist halt genau. Ziemlich geil. Ne? Also was, auf sowas stehe ich halt auch. Das ist jetzt bei dem aktuellen Projekt eigentlich eher weniger. Da ist immer eher so, weiß ich nicht. Aber da ist schon, der Lenker ist schon speziell, ne? Ja, ein paar Sachen gibt es da schon. Die Bremse? Die Bremse, ja. Also wie gesagt, das ist die V50. Da ist dann jetzt ein SS-Lenkerkopf draufgekommen. Vorne ist dann die ganze Bremserei von vom Cremas kommt da rein oder ist jetzt drin und man muss sagen, die muss auch da rein, bei dem, da steht nämlich der Motor. Der Motor wird entsprechend Leistung haben, dass du auch eine Scheibe brauchst. Macht dann bei der Nummer schon mehr Sinn, ja. Was, wir haben ja beide das hehre Ziel, wir wollen ja, wir haben heute den 23. Dezember übrigens, wir haben ja beide das hehre Ziel, unsere Kisten in Kalka zu zeigen. Ne? Ja. Also ja. Die Spouser und die Rusty, die sollen ja da auch kommen. Also wir haben beide noch eine Menge zu schrauben in den nächsten 4 Wochen. Weihnachten ist auch völlig überbewertet. Weil ja, völlig. Vor allen Dingen auch mit der Familie und so. Ja, Quatsch. Oh, kein Mensch. Nein, 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 natürlich. Wir haben beide das Glück, wir können unsere Frauen beide auf die Pferde schicken. So sieht's aus. Zum genau. Reiten. Ja, ja, genau, ne? Ja, also ja, das ist der Vorteil. Aber das ist es denn dann? Wir haben eben schon mal ohne Kamera gesprochen. Ist es das denn dann so, dass du sagst, jetzt reicht's? Ich weiß ja, was da hinten noch steht. Also da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich versuche mir das selber mal schön zu reden, dass ja, es das gewesen ist. Ja. Also oder ich versuche es meiner Frau weiß zu machen. Ich habe keine Ahnung. Ist es nur das Bauen oder ist es auch Bauen und Fahren? Also bei mir schon beides. Ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren ist das mit dem Fahren leider immer weniger geworden. Ja. Zum einen habe ich vor 2 Jahren ganz viel für andere Leute geschraubt. Wo ich dann mit meinen Kisten irgendwie immer völlig hinten über gekippt bin, dann hatte ich hier nur Baustellen stehen, alle sind gefahren und irgendwie habe ich hier viel Zeit verbracht. Ja, ja. Hatten den geilsten Sommer und ich habe hier nur in der Bude gehangen und habe irgendwelche ja. Karren da repariert. Da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr in dem Maße. Ja. Also ich bin gerne bereit, jemanden zu unterstützen, wenn er nicht weiterkommt oder so. Es ist das, ja auch das mache ich gerne. Wir ja. machen ja das Gleiche gerade. Das ist ja auch das, wovon, sagen wir mal, die Oldschool-Jungs auch oder die Szene lebt, ja, das hat es früher schon gegeben, das gibt es halt heute bei uns, in unserer Altersklasse halt immer noch, aber es ist tatsächlich, das kenne ich auch, dass du, alle fahren um dich rum, wie die Blöden mit Rollern und sagen, ey, hast du super geschraubt, ganz toll, und du stehst in der Halle und fährst nicht. Ja. Es gab einen Sommer, da habe ich keine 100 Kilometer zusammengekriegt, ja. Das mache ich auch nicht mehr. So, das habe ich mir dann für dieses Jahr die ja. tollsten Sachen vorgenommen, was ich nicht alles fahren will. Ich habe tatsächlich deutlich mehr gefahren wie das Jahr davor, aber wettertechnisch ja. irgendwie war jetzt ja auch nicht der super geile ja, Sommer, war auch nicht der super scheiß Sommer, aber irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich Zeit gehabt hätte zum Fahren, war einfach Kackwetter. Ja, ja. So, das hat mir so ein bisschen, das war so ein bisschen kontraproduktiv, was das Fahren an sich anging, aber ansonsten, ich verbringe halt echt viel Zeit, gerne Zeit. Ja, hier ist ja auch immer was los. Ne? Wie gesagt, ich habe halt das Glück, dass meine Frau und meine Tochter da mit den Pferden immer sehr viel unterwegs sind. Das ist ein sehr zeitintensives Hobby, spielt mir die Karten, dass ich halt auch hier Zeit verbringen kann. Ich habe auch ein Pferdemädchen. Das ist halt was mir gut tut, ja, klar. Für mein Hobby. Ansonsten haben wir ja eine ziemlich geile Hofgemeinschaft und du hast es ja eben mitgekriegt. Du ja, kommst ja, ja an, ja, also ja. Wenn irgendeiner mitkriegt, dass du da bist, ist ja, ja. ja eigentlich immer Halligalli oder wir drehen ein Video und der Chris kommt. Irgendwas ist ja. Aber also bei mir wahrscheinlich genauso wie bei dir tatsächlich dieser Prozess, dass man Bock hat, was zu schaffen. Und ja, nicht, ja, natürlich. Also es stehen ja wirklich die unterschiedlichsten Kisten hier. Du hast ja
eine, die sehr, sehr original aussieht. Du hast den Comic-Style Batman, der in so einer Wischtechnik gemacht ist. Du hast den Joker, der auf einem qualitativ hochwertigen Perleffekt-Lack ist, mit einem echt oder was heißt mit einem Echt-Design, also mit einem Freihand-Design Airbrush. Ja, die ist ja realistisch. Du hast die Sprint noch da hinten stehen, ja. Du hast die PK50 XL2 noch da stehen. Also mehr Kontrast in den einzelnen Modellen kann man nicht haben. Und das ist das, was ich eben sagte, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Du hast ja was zum 50. gegönnt, ne? Genau. Irgendwie bin ich aufs Kettenpferd gekommen, ne? Deswegen fahre ich keine Lami. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, ich fahre deswegen keine Lami, weil ich befürchte, dass mir das gefallen könnte. Das wird tatsächlich so sein. Ja. Und wenn dir was gefällt, dann... Also ich muss dazu sagen, also mich haben natürlich schon ganz viele Jahre irgendwie unterschiedlichste Leute versucht, auf die Lami zu kriegen. Ich habe mich da auch mal mit Erfolg verschließen können. Zum Beispiel im Sommer mit der Familie. Im Sommerurlaub auf Mallorca und da habe ich mich mit dem Gaucho mal wieder getroffen. Ja. Und wir haben dann da mit den Jungs dann quer über die Insel wieder so die Rollertour gemacht und irgendwie haben wir dann bei dem dann noch beim Kaltgetränk zusammengesessen. Ist das eine Mallorquinerin? Die? Nein, ja. Nee, das ist nur eine Spanierin. Ah, okay. Das ist keine Mallorquinerin. Und irgendwie in der Sommerlaune, Sommersonne, Sonnenschein und ein paar Palmen im Hintergrund, sagte der Gaucho dann zu mir, ey komm, hier, fahr mal meine Lami. Und dann habe ich dann noch gesagt, nein. Das hat dreimal Nein hat geklappt, beim vierten Mal saß ich auf dem Ding und das war das, was mir zum Verhängnis war. Scheiße, ne? Ja, tatsächlich. Und jetzt steht das Ding da und wenn ich jetzt den ganzen anderen Krempel hier durchgeschraubt habe, so Gott will, ich habe jetzt noch ein, zwei Projekte, die ich so unterstütze, noch ein bisschen. Anderer Radstand, völlig andere Motorcharakteristik, anderer Schwerpunkt, kein Kippelmoped. Fährt schon geil, also von der Fahrdynamik her. Kommst du mit keiner Vespa an das dran? Das wobei die Gabel in einer Vespa schon wieder fahrkomforttechnisch nicht so lustig ist. Nee, also das nicht. Harmoniert ganz gut. Ja. Hast du schon eine Idee, was du machen willst aus der Lami? Die ist halt vom Lackkleid, wie sie ist, die will ich halt komplett aufarbeiten. Ich hätte gerne irgendwie auf den Seitennormen irgendwie so ein paar Pinstripes. Also kein Customizer? Nein. Okay. Da soll dann halt auch vernünftige Bremserei rein. Und ich spiele mit dem Gedanken, da den 210er Quadrini drauf zu bauen. Spielst du mit dem Gedanken oder ist der Gedanke durchgedacht? Eigentlich ist es fix. Ja, das ist so. Aber dann, man muss ja Ziele haben, ne? Sonst ist ja, wäre ja doof. Ja, genau. Das ist ja doof. Wir haben auch oft drüber gesprochen. Vor dem Cuda habe ich gesagt, das war's dann jetzt. Der Cuda war der letzte, einen brauche ich noch. Tja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? Ja. Aber es macht halt auch unfassbar Spaß. Also wir haben auch eben schon mehrfach, oder wir haben generell mehrfach drüber gesprochen, es ist auch das, dass du, wenn du sowas baust, dass immer mehr Leute involviert sind, als du selber. So ein Custom Roller ist ja nie ein Projekt, was du komplett alleine machst. Das geht ja gar nicht. Nee, erstens mal das. Und das fand ich eigentlich auch eine ziemlich geile Nummer, als wir die Sau dann vor zwei oder drei Jahren gebaut haben. Das war ja so ein Gemeinschaftsprojekt aus einem sehr guten Freund von uns hier, das ist der Jörg. Ist geil. Der ist halt Metzger und von daher passte dieses Design schon mal ganz gut zu ihm. Ja. Der ist halt selbstständig, hat, keine Ahnung, 10 Angestellte. Dementsprechend ist da bei dem natürlich zeitlich oder der Faktor Zeit natürlich das, warum der sich so ein Ding nie selber bauen kann. Und der hat auch nicht das Wissen, was da haben muss, um so ein Ding dann da so umzubauen. Und der Michael wollte halt dieses Design irgendwie immer mal machen. Dann haben wir dann halt den Jörg so lange bearbeitet, bis dass er dann sagte, ich fahre auch mit einem pinken Roller, damit es endlich Ruhe gibt. Das Schlimme ist, ohne diese Sau, das ist ja angelehnt an diesen klassischen Porsche. Genau. Ohne dieses Design dieser Sau wäre dieser Lack nicht zu ertragen. Ich könnte diesen Roller nicht fahren. Das funktioniert für mich ausschließlich in der Kombination. Das ist das, was der Jörg sagt. Ich würde den sofort fahren. Jetzt in diesem Design. Mega, Hammer, ein Oberknaller. Ich kann dir eins sagen, Kevin. Ich kann mir mitnehmen an Roller, was ich will. Wenn der Jörg mit der Sau neben mir fährt, verkackst du es voll. Also da voll der die Mädels, die winken alle. Also das hast du da sicher. Ja. Also das funktioniert schon. Nee, also das war, wie gesagt, ein Gemeinschaftsprojekt. Und
ich habe den gemacht und der Michael, also ich habe mich um den Grundlack gekümmert, ich habe da alles andere gebaut, was da dran ist. Und der Michael hat halt die ganze grafische Nummer und Design. Ja. Das ist alles von dem. Das war halt schön, ist, wenn man sich dann ausleben kann und einfach nur sagen kann, ich brauche den Trainer und ich brauche dies, ich brauche das. Und hat er denn irgendwie gesagt, das will ich haben oder hat er gesagt, macht einfach? Feuer frei. Echt? Mhm. Ach du Scheiße. Ja gut. Und ihr seid immer nur hingegangen und gesagt, hör mal, sind wieder 1000 Euro fällig, wir brauchen nochmal Zeit. Ja, okay. Aber es ist schon geil geworden. Also es ist ja tatsächlich so, ich hätte auch Bock, dass Michael mal was für mich lackiert. Aber die Warteliste ist so lang. Ist sie tatsächlich. Ja. Und ich mache viel mit Michael, aber jetzt auch, um das hier mit dem Projekt, hier mit dem aktuellen Projekt mal runterzubrechen. Also den Roller habe ich gekauft vor 4 oder 5 Jahren. Dann habe ich immer mal hier und da ein bisschen was dran gemacht und habe dann halt auch schon vor 2 Jahren bei Michael dann da angeklopft, dass ich da auf der Kiste was machen möchte. Und jetzt ist das nicht so ein wilder Aufriss von den Arbeiten her wie bei einem Batman oder. Ja, keine Frage, aber. Aber so, und ich habe da auch 2 Jahre lang drauf warten müssen und ich bin jetzt da auch irgendwie zwischen 2 andere Projekte bei ihm dann dazwischen gerutscht und dann ist es jetzt der Zustand, wie es halt jetzt ist. Ne? Es ist wirklich. Also die Kontraste innerhalb dieser Halle hier, das ist brutal. Also so viele unterschiedlich schöne Roller. Sie sind alle wirklich, wirklich schön. So dass ich zum Beispiel bei mir gibt es immer irgendwie so einen kleinen roten Faden, der sich so durchzieht. Bei mir ist es immer die PX. Ja? Wobei ich, ganz ehrlich, also ich bin mittlerweile so weit, auch aufgrund deiner Grünen, dass ich darüber nachdenke, mir mal einen Oli ranzuholen. Nicht, dass das die Vorausschau ist, dass es vielleicht ein neues Projekt geben könnte, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, an einen guten Oldie zu kommen, hätte ich auch noch 2, 3 geile, funky Ideen, wie ich mich an so einem Oldie vergehen könnte. Also da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Also man hat mir auch gesagt, wo ich mit Batman angefangen habe, das kannst du nicht so machen und ein Drop und ein Spoiler und dies und das. Warum? Why not? So, ja, gerade. Also, das ist ja sehr das, worüber wir auch immer sprechen. Dieses, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Das kannst du immer so genau so lange nicht machen, bis einer kommt und es einfach macht. Ja, am Ende des Tages ist es ja so. Also dir muss es gefallen. So sehe ich das zumindest, genau. Also ich mache mir da, glaube ich, schon Gedanken. Ja. Welches Modell und welchen Roller ich mir kaufe und den dann auch behalte. Und wie ich ihn dann halt auch umsetze. Und am Ende des Tages, weiß ich nicht, primär muss mir das Ding gefallen. Ja, ja. Also wenn da was ist, was dann auch noch den Anklang bei anderen Menschen findet, dann freut mich das ja. Und dann macht mich das glücklich. Aber das aber ist darum ja nicht, bauen wir nicht. Aber das ist ja nicht die Grundvoraussetzung. Nee, genau, darum bauen wir nicht. Ich baue ja jetzt das, was ich jetzt, du weißt ja, was ich baue, du kennst ja das Konzept. Hättest du mir im Leben nicht zugetraut, dass ich mal auf diese Lackschiene gehe, oder? Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich hätte es mir selber nicht zugetraut. Da kamen ein paar Ideen zugeflogen, wo ich gesagt habe, okay, dann lass mal drüber denken. Wobei jetzt ich auch in der glücklichen Lage bin, dass der Christoph mithilft und das Ganze auch designtechnisch und lacktechnisch umsetzt. Da habe ich ihm auch freie Hand gegeben. Lass den machen, dann wird das schon. Also, ja, ja. Das, wie gesagt, wir haben ja heute schon mal wieder einen guten Baustein da. Heute, das war schon gut. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr in Kalka seid und ihr steht vor der Spousa, guckt euch mal den Motorblock genau an. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Und mir hat ein Einhorn gegen den Motorblock gefurzt. Ne? Kann man so sagen. Kann man? Ja. Lass mal so da stehen. Ich erkläre euch das dann gerne in Kalka. Michael, es war wirklich super geil, mal deine Halle zu besuchen. Und es hat mir echt extrem... Ich war ja schon öfter hier, aber toll, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dass wir mal drüber sprechen, was hier so steht. Super viele Impressionen mitgenommen. Das Video ist wahrscheinlich ellenlang, ist aber scheißegal. Es hat mir echt Spaß gemacht. Danke dafür, dass ich mal herkommen durfte. Danke dafür, dass ich Content produzieren durfte. Und ich glaube, euch da draußen wird es auch gefallen haben, mal so ein bisschen hier in die heiligen Hallen vom Rusty Hangar zu gucken. Denn wenn man nicht weiß, wo es ist, findet man es nicht. Und ich meine, hier ist zwar immer viel los, aber Der ein oder andere findet schon. Ja, aber die Leute haben ja auch nicht die Möglichkeit, immer mal bei dir vorbeizuschauen, ne? Je nachdem. Deine Roller kennt man, die sind bekannt. Also das ist... welche Roller sehen wir übrigens in Kalka? Was wirst du mitbringen? Ich habe tatsächlich nur, also so Gott will, ich den fertig bekomme, da meine Kostümratte werde ich mitbringen. Echt? Ja.
Okay. Ja. Schade. Warum? Also ich, ja, ich hatte vielleicht gedacht, du bringst den Joker noch mit. Der war schon da. Ach, der Joker war schon in Kalkar? Okay. Der war schon da. Ja, okay. Ja gut, dann zweimal den da mit hinschleppen, das sehe ich gerade nicht. Zum anderen ist es auch so, ich habe da mit Michael und mit Daniel und der Jörg ist mit dabei. Also wir kommen da schon mit ein paar Kisten. Man darf das auch nicht unterschätzen, was das organisatorisch dann auch bedeutet. Ja klar. Ja, also es ist nicht nur das organisatorische, das kostet auch Schweinegeld. Das ist nicht nur mal eben so, ja, das Geld, weiß ich, das ist Leidenschaft, also das machst du oder lässt es bleiben. Ja, und dann, aber es gehört dazu. Ja, natürlich. Es gehört dazu. Also ich entscheide mich dazu, irgendwas zu machen und dann mit allen Konsequenzen. Ja. Ich kann das Geld dann nur einmal ausgeben und wenn das weg ist, ist es weg. Und dann hoffe ich, dass ich da maximal Spaß für hatte. Ja, aber dann muss es gut. Und dann weine ich auch keinem Euro irgendwie die Tränen hinterher. Aber ihr werdet wahrscheinlich wie auf der Scooter-Show in Köln, werdet ihr ein bisschen wieder was euch einfallen lassen. Ja, okay. Wir haben da so ein paar Ideen. Hier sollen auch ein paar Sachen aus der Halle mit und das wird ein bisschen anders aufgezogen wie in Köln. Okay, Köln war schon geil. Wir kommen mit ein paar Kisten. Also wie gesagt, der Michael will jetzt auch noch einen Teaser zusammenschneiden. Den wird es wohl jetzt auch geben. Der wird kommen. Und ja, ansonsten wird dabei sein, der Jörg wird mit der Sau mitkommen. Die wird dabei sein. Okay. Wie gesagt, meine Kostümratte ist dabei. Der Michael wird mit dem Highlander kommen. Ja. Der Daniel wird mit dem Kind of 70s kommen. Der Highlander ist. Und der Christoph, der wird noch mit dem Martini Racer kommen. Also, das sind von unserer Seite so die Kisten, die wir mitnehmen. Ja. Dorthin. Sweet. Ja. Ich regel noch mit mir, den Kuda dahin zu stellen. Weil der Kuda tatsächlich noch nicht in Kalkar war. Ja, wir sprachen ja schon drüber, es ist ja meine ähnliche. Nochmal, wenn der, dann holst du nochmal aus dem Winterschlaf raus, ist eine Veranstaltung, die Engländer kommen, die kennen noch nicht. Ja, ja. Aber die Spauser kommt auf jeden Fall. Also ich schau mal, es ist genau wieder, was du sagtest, das ist halt organisatorisch ein Thema. Ne? Du musst halt die ganze Kladderadatsch da hinschlurren. Ja, also wie gesagt, wenn ich das jetzt letzte Mal, wo wir da auf der Northern Pearl waren, und du fährst da mit einem Auto, mit mehreren Autos mit den Rollern drin, Mörderanreise. Also, das überlegst du dir halt auch zweimal, ne? Ob du das machst. Ja. Jetzt bis Kalkar geht, das wird bei uns ein Tagestrip werden. Ja, 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 ja. Wir haben mit dem Veranstalter gesprochen, also wir werden auch morgens aufbauen, ohne Übernachtung, sondern. Ja, ja, mache ich auch. Auch da, der Jörg wird dann da jobtechnisch so eingespannt sein, dass ich dann da die Sau noch mit verarzte, okay, dass sie da hinkommt. Der wird später am Tag dann dazukommen, aber der wird da mit einer Orga wenig am Hacken haben, weil er gar nicht viel Zeit hat. Also wir werden einen schönen Samstag haben. Ich werde auch den Samstag kommen. Das wird nett. Bis abends und dann wieder abhauen. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist mal wieder ein Zubesuch bei. Und diesmal habe ich euch keine Firma vorgestellt, sondern den Michael und seinen Rusty Hunger. Und das ist wirklich geil, was hier steht. Und danke, dass du die Zeit hattest. Jetzt ist es auch schon wirklich spät, weil wir haben den ganzen Tag gearbeitet hier und gemacht und getan. Und jetzt hau ich ab. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wäre schön, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ein Abo wäre auch super. Deinen Instagram-Kanal verlinke ich noch. Den müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Da kommen immer sehr geile Fotos. Immer in den ungünstigsten Momenten auch gerne. Wenn ihr... Definiere ungünstigen Moment. Wenn du ein Kackes bist, oder? Auch. Okay. Auch. Immer. Du machst immer Fotos, wenn man nicht damit rechnet. Und die findet man dann immer bei Instagram wieder. Ja, bleibt hässlich. Wenn er ausgeht, fallt nicht in den Schnee. Und ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt. Ich sag mal, wir sehen uns in Kalkar. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, wunderbar.